Guten Tag! Heute mit einem... Hallihallo! ...kreativen Video! Geht zurück in die Kiste! Na gut. Das sind aber Riesenaugen. Ich will sehen, was du da machst. Vergiss die Katzenohren nicht! Danke. Was machst du, wenn es dir zu hell ist? Dann machst du einfach runter. Dann ist dunkel. Du hast dunkel auf die andere Seite geschrieben. Das ist jetzt mein neuer bester Freund. Bei dem brauchen wir jetzt nicht mehr und deswegen. Das war jetzt, glaube ich, der komischste Vlog-Anfang, den wir je hatten. Aber es gibt immer noch eine Frage zu klären, die immer noch sehr mysteriös ist, aber die wir bald auflösen werden. Da steht immer noch ein Gefrierschrank. Und da liegen mittlerweile ganz viele Sachen drauf. Ja, also es gibt jetzt viele Möglichkeiten, die wir hier machen könnten. Also es gab ja schon eine Theorie, gab es ja schon. Ja? Ja. Was war das denn? Hast du das gelesen? Dass du total faul wärst und deswegen keinen Bock hast, ständig in die Küche zu gehen. Ich bin nicht zu faul. Ich gehe durchaus in meine Küche und außerdem ist der ja gar nicht angeschlossen, weil der Stecker liegt außerdem, auf dem Boden. Außerdem dachten die ja auch, das wäre ein Kühlschrank. Irgendwie hat noch keiner verstanden, dass es ein Gefrierschrank ist. Es ist ein Gefrierschrank. Ein Gefrierschrank. Gefrierschrank. Wir haben immer noch nicht erzählt, was wir heute eigentlich machen wollen. Sieht ungefähr so aus. Video ist wahrscheinlich schon. Ungefähr so. So. Ja, wir haben jetzt angefangen zu drehen, weil vorhin waren wir beide so unglaublich müde, dass wir ernsthaft im Stehen hätten einschlafen können. Irgendwie haben wir es jetzt geschafft, so müde zu sein, dass wir überdreht sind. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses albern, doof nach müde? Also erst müde, dann kommt albern und doof. Kennt ihr das? Ja, das wird jetzt vor allen Dingen ziemlich lippig. Wir haben heute vor, ein Video zu drehen, das wir schon zweimal verkackt haben. Ja, und er hat vorhin schon ein Witzchen drüber gemacht, wenn wir das heute gedreht haben, kriege ich heute Abend eine Nachricht mit Lize, wir müssen das noch ein viertes Mal drehen. Ja gut, egal. Wir drehen jetzt mal zum dritten Mal ein Video, was eigentlich total simpel ist und was wir einfach nicht hinbekommen, weil wir irgendwie blöd sind. Ja. Bis gleich! Nein, was ist passiert? Wir sind nicht mehr bei dir zu Hause. Nein, und wir filmen mal seit sehr langer Zeit wieder im Auto. Bei der Grillmeisterschaft sind wir ja auch im Auto rumgefahren. Stimmt, bei der Kerb auch. Ja, ja gut, ihr zumindest. Was ja ziemlich also beschäftigt. Also schon, aber ohne Kamera. Ja, ich muss ja putzen. Und kochen. Und kochen. Und ganz viel anderen Kram machen. Kann ich ja jetzt auch mal im Vlog sagen. Ich habe das dritte Video dieser Reihe, wo du mit Nerdy unterwegs warst, ja, erst relativ spät gesehen, aber Dankeschön. Da waren viele ganz, ganz nette Worte in dem Video, Dankeschön. Ja, das war eine Überraschung, die hat sie nämlich vorher nicht zu Gesicht bekommen. Ich wusste gar nichts davon und ich habe mir das Video angeguckt und dachte mir, oh, dann freut man sich halt voll. Das war schön. Bin ich nicht nett und dunkel. Ich bin dunkel. Ja, also wir haben hier etwas schwierige Lichtverhältnisse heute. Der Sommer neigt sich leider langsam dem Ende zu und wir sitzen jetzt hier zwar mit Jacke und uns ist sauwarm, aber wenn ich jetzt meine Jacke ausziehen würde, würde ich frieren und irgendwie ist das alles ein bisschen... Ja, es ist halt auch, das ist so ein richtiger Herbsttag heute. Die Sonne scheint, die Sonne ist weg, dann regnet es auf einmal wie aus Eimern und jetzt ist es sowieso blöd, weil wir durch den halben Wald fahren. Aber eine Sache gibt es noch zu erzählen, denn der Sommer ist auf dem Kanal noch nicht ganz rum, weil wir haben noch ein Sommervideo, das noch nicht veröffentlicht ist. Ich will nicht spoilern, aber das kommt irgendwann die nächsten Wochen auf jeden Fall noch. Da haben wir euch noch ein bisschen Sommer konserviert. So, dann würde ich sagen, wir essen jetzt was. Ich drehe euch ein paar coole Aufnahmen von der Fahrt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder bei ihr sind. Ja! Ja! Pfuh. Oh mein Gott! Schon wieder ganz woanders als geplant. 2 Tage später. Ja, wir haben 2 Tage später, wir sind auch nicht bei dir. Wir haben uns gedacht, wir beenden jetzt den Vlog heute nochmal mit einer Szene, wo wir euch was zeigen, was wir euch noch gar nicht gezeigt haben. Wir sagen und zeigen euch heute nicht mal auch. Wir drehen ein Video und tralala, weil das haben wir ja alles schon, das habt ihr ja schon gesehen. Und wir haben ja noch was auf dem Kanal und zwar die Podcasts. Ich laufe jetzt hier mal durch die Wohnung. Da sieht man mal das ganze Panorama. Wir haben einmal hier meinen Platz.
den Moderatorenplatz. Und mein Mikro, da sitze ich dann so da und spreche so ein bisschen rein. Das Ganze ist auf meinem unglaublich mega geilen Mikrofonständer, der hier, also müsst ihr euch mal angucken. Der ist hier noch festgeklebt, ist nicht mehr wirklich einstellbar, pfeift so aus dem letzten Loch. Jetzt wird's richtig witzig. Ja, anstatt dass ich einfach mal neue Mikrofonständer besorge, liegt mein Mikrofon auf dem Notenständer, weil sowas hat er dann noch. Ja, ich habe keinen anderen Mikroständer gehabt, das ist der einzige, den ich hatte. Den hatte ich schon in meiner Jugend sogar. Schon damals war der gebraucht und kaputt, als ich ihn bekommen habe. Deswegen gibt es jetzt hier einen Notenständer und da haben wir das... Da hat er das Mikro an den Notenständer gehauen. Ich sitze auf der Couch, er sitzt mit dem Zimmer auf seinem tollen Stuhl und mir quatscht dann jetzt ein bisschen. Jetzt seht ihr noch ein paar diesmal ausnahmsweise gefakte Aufnahmen vom Podcast, weil beim Podcast können wir ja schlecht filmen, wenn wir nur zu zweit sind. Gefaked war es nicht, wir haben eingepegelt. Ja genau, also ihr seht Aufnahmen vom Einpegeln, aber das sieht jetzt so aus, als würden wir dabei gerade den Podcast machen. Das ist jetzt quasi ein bisschen hingefake geschnitten. Genau. Bis gleich. Podcast ist fertig, den habt ihr jetzt wahrscheinlich ja schon gestern gehört. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde halt gequatscht. Sind, glaube ich, 43 Minuten irgendwas, keine Ahnung. Ja, und da schneide ich am Anfang noch weg, vielleicht sind es nur 42 Minuten irgendwas. Wahnsinn, ne? So, und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt diesen Vlog hier und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und bedanken uns jetzt für jedes Abo und jedes Like und jeden Kommentar. Und ciao! Ciao. Wenn der mich nervt, kann ich einfach so machen.